Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mir gedacht, ich fange mal eine Tutorial-Reihe an. Ich weiß noch nicht, ob es nur Redstone, nur Commands, ob es ein Gemisch ist oder... Ja, ich muss mir das einfach mal überlegen. So, aber egal was, ich muss mir erstmal eine neue Welt erstellen. Dafür würde ich sagen, erstelle ich mir eine neue Welt. Das war intelligent, ne? Die nenne ich dann einfach mal Tutorials. Geh in Kreativ. Hier, da. Die möchte ich benutzen. Dann Sheets und Bauwerke brauche ich nicht. Ja, und ich würde sagen, dann klicken wir auf Neue Welt erstellen. Welt wird geladen. So, ich würde sagen, wir fangen dann auch gleich an. Alles, was ihr seht in meinem Inventar unten, braucht ihr dazu. Also, ich mache das Ganze mit einem Trichter. Mit einem Trichter. Ihr könnt das mit mehreren Trichtern machen, dann bräucht ihr... Dann braucht ihr aber auch mehr Redstone. Also, wie gesagt, ein Trichter, eine Truhe, ein Redstone-Komparator, drei Redstone, ein Redstone-Verstärker, eine Redstone-Lampe, ein Beobachter und natürlich TNT. Also, das TNT-Verknüpfen, das überlasse ich euch. Und zwar, fangen wir an und setzen hier eine Truhe hin. Dann einen Trichter. Da hinten seht ihr schon, habe ich ein bisschen rumexperimentiert. Weil das Grundgerüst ist einfach. Aber bis man es dann perfekt hat, das dauert eine Weile. Dann Redstone-Komparator. 1, 2, 3 Redstone. 3 Redstone erklärt sich davon, weil hier kommen dann Item-Stacks rein. Also ihr könnt nur einen machen, dann müsst ihr halt hier dementsprechend die Länge des Redstones anpassen. Und zwar werde ich hier 1, 2, 3, 4, 5 Stacks. Das heißt, diese 5 Stacks, wenn die vollständig in der Kiste sind, ist das Redstone hier an. So, dann setzt ihr hier eine Redstone-Lampe hin. Ein Beobachter, dass der zu dieser Redstone-Lampe schaut. Einmal den Redstone-Verstärker und dann TNT. Bevor ich das jetzt hinsetze, erkläre ich es euch. Also, wenn hier dementsprechend viel Items drin sind, Leute, gibt dieser Komparator das aus und gibt es in Form von Redstone-Signal aus. Dementsprechend wie viel ihr hier drin habt, desto länger wird dieses Redstone leuchten, wenn alles drin ist. So, diese Redstone-Lampe geht dann irgendwann an. Der Beobachter bekommt das Ganze mit und gibt es aus. Und das können wir dann mit TNT verbinden. So. Jetzt ist das halb scharf. Also, ihr solltet diese Redstone-Lampe nicht mehr abbauen. Sonst geht das da. Nämlich ganz schnell Boom. So. Dann, was ich jetzt hier nicht aufgelistet habe. Ihr nehmt euch einfach irgendein Item. Ihr könnt verrottetes Fleisch nehmen. Ihr könnt eigentlich alles nehmen. Es muss nur ein stackbares Item sein. Packt das hier ein. Und die Zeit ist am Laufen. So, Leute. An dieser Stelle muss ich euch was sagen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ihr nur 4 Stacks Item braucht. Also irgendein Item eurer Wahl, 4 Stacks. So. Das, wie gesagt, habt ihr dann hier hoffentlich schon reingepackt. Ich werde das jetzt hier an dieser Stelle mal überbrücken. Ich glaube, jetzt habe ich mich total vertan. So, also 4 Stacks rein. Ich überbrücke das Ganze einfach mal. So. Dann werdet ihr auch gleich sehen, wenn hier das Ganze vollständig zu einem Stack zusammen ist. Dann geht, wie gesagt, hier die Lampe an. Der Beobachter bemerkt, es gibt einen Redstone-Output und boom. So.
Ihr seht, das TNT zündet, hier ist es ein Stack drin. Und es hat ein großes Loch gemacht. Das soll es dann aber auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer.